So, da sind wir wieder. Bild und Ton. So, ganz kurz zum Verständnis. Ich habe nie ein Assassin's Creed gespielt. Ihr werdet mir also Background Knowledge geben dürfen, sofern das nötig wird. Es ist sehr laut. Sehr laut abgespielt. So, was haben wir hier? Helligkeit, hohe Framerate. Wir wollen hohe Framerate oder Qualität? Priorität 60 FPS, Auflösung. Ich glaube, eine hohe Auflösung ist wichtiger. Ne? So, Helligkeit. Dass es im Gerade noch zu sehen ist. Ich mache gerne ein bisschen heller, weil ich weiß, dass es ein bisschen dunkler ist in der Anzeige später. Ich glaube, sogar noch ein Stückchen mehr könnten wir machen. Ne? So, Kontrast. Passe den allgemeinen Kontrast im Spiel an. Finde ein bisschen mehr Kontrast immer gut. 7 ist ganz gut, ne? So. Farbfehlsichtigkeit, alles gut. Ich bin normalsichtig, aber ich finde schön, dass es mit drin ist. So, nein, wollen wir nicht. Ich würde es gerne so übernehmen. Wieso kann ich das nicht übernehmen? Weiter. Ah, okay. Schwierigkeit, wir spielen auf normal. Weil ich bin ein Monk und schwer will ich nicht und leicht will ich auch nicht. Bluteffekte sind an. Ich bin nicht 18 geworden für nichts. Interface-Sprache Deutsch, Textgröße Mittel. Klein. Auch Mittel ist okay. Symbolgröße im Spiel. Oh, das sieht gut aus. Man kann ja wahrscheinlich auch noch einsehen, das ist ja alles gut. So, Haltealternative, lege alternative Eingabemethoden für Menüaktionen fest, Pop-up oder Halten. Ich glaube, Halten ist okay. Gesprochene Sprache. Können wir auf Deutsch umstellen? Weil meine Let's Plays würde ich gerne weiterhin auf Deutsch haben. Jetzt ist der Soundteil weg. Ah, ich muss das Sprachpaket installieren. Aber es dauert nicht so lange, habe ich bei Leander schon gesehen. Das geht. Sprachuntertitel Deutsch. Untertitelanzeige ist definitiv an. Untertitelgröße. Ach so, nein, gehörlos. Entschuldigung. Ich kann nicht lesen, es tut mir leid. So, aber nochmal zu Forbidden West, das war jetzt sehr nice. Ihr seht gerade, ich habe die Details fürs Spiel geändert. Bedeutet, ich werde diese Folge schneiden. Also bitte erwartet nicht, dass sie heute schon online kommen. Das glaube ich nicht, vielleicht morgen. YouTube, es tut mir ja leid. Es tut mir ja leid. So, Audiosprachpaket ist jetzt verfügbar. Gesprochene Sprache muss ich jetzt trotzdem wieder umstellen. Klar. So, übernehmen. Erinnerung übernehmen, aber sicher. Option speichert. Ich finde das Symbol fürs Speichern sehr schön. Assassin's Creed Mirage zum Starten drücken. Rein da. Ich habe doch alles gemacht. Hä? Ich hab doch. Okay, toll. Neues Spiel! Vielleicht sollte ich mich ausblenden. Entschuldigung. Ihr habt nach dieser Erinnerung gefragt. Ich log, sagte, sie wäre verloren. Ich dachte, sie verleite zu falschen Schlüssen. Doch dieser Mann lebte viele Leben. Er hat uns etwas beizubringen. Als er zu uns kam, war er kaum mehr als ein gewöhnlicher Dieb. Er schlug sich auf den Straßen Bagdads durch und wollte eine bessere Zukunft. Nicht nur für sich, sondern für alle, die am Rande der Gesellschaft litten. Zwar lebte er in einem goldenen Zeitalter, im Herzen des blühenden Abbasidenkalifats. Doch kratzt man an der Oberfläche, kommt eine Verderbnis zum Vorschein. Der Orden der Ältesten kämpfte um Einfluss und verbreitete Grauen im Land. Die Verborgenen, wie wir damals hießen, widersetzten sich und griffen unseren Feind aus dem Schatten an. Ein ewiger Konflikt. Und damals stand er in seinem Zentrum. Basim ibn Ishaq.
Er folgte dem Credo. Er hinterfragte es. Das müssen wir auch. Wir alle können die Schatten, in denen wir wandeln, für das Licht halten, dem wir dienen. Es mag die Zeit kommen, in der wir so geprüft werden wie er. Und ich fürchte, diese Zeit kommt bald. Also ich weiß einige Sachen. Ich erkläre euch gleich mal, was mein Wissensstand ist. Damit ihr wisst, wo ihr mich spoilern könntet und wo nicht. Und wo ich Infos brauche, eventuell auch. Und wo nicht. Schwarz jetzt, ne? Ihr müsst mir sagen, wenn der Kontrast zu krass ist. Ne? Atme. War es wieder der Djinn? Und was wollte unser Freund diesmal? Mir das Fleisch von den Knochen reißen? Meine Eingeweide fressen? Er spricht nie viel, doch er hinterlässt Spuren. Ich kann ihn immer noch auf meiner Haut spüren. Nicht sehr originell. Das solltest du ihm mal sagen. Vergiss den Djinn mal einen Moment. Der Tag ist jung und es steht Arbeit an. Es gibt einen neuen Auftrag von Darwish. Für wen? Die schon wieder? Da verdienen wir ja mehr, wenn wir Wasser an Kamele verkaufen. Ach komm, Nihal. Wo bleibt dein Pflichtgefühl? Pflichtgefühl macht uns nicht satt. Nein, aber es sättigt die Seele. Ich warte draußen. Gut, wir sind drin. Ich glaube, ich muss doch nochmal in die Einstellung. Wenn ich mir den Schatten angucke, dann... Also hier geht... Aber sobald es hier dunkler wird... Ihr seht, glaube ich, was ich meine. Muss ich doch nochmal in die Einstellung gehen. Guten Tag, meine lieben Freunde. So, mein Wissen zu Assassin's Creed beschränkt sich auf Folgendes. Ich habe das Let's Play von Valhalla geguckt. Bei dem lieben Gregor Unk. Auf dem Kanal und fand das sehr nice und bin auch ab und zu mal in Valhalla so rumgeschlichen. Hab nichts Besonderes gemacht, hab mir einfach alles ein bisschen angeguckt und so, hab ein paar Quests gemacht. Ja. Und Leander hatte das dann komplett durchgespielt. Wie gesagt, ich habe da Bassem auch kennengelernt. Also ich kenne das ein bisschen. So, Helligkeit war hier. Ich glaube, da muss ich es doch so einstellen, dass ich es gut sehen kann. Ich weiß nicht, ob der Kontrast es eher ist oder die Helligkeit. Ich glaube, Helligkeit können wir ein bisschen heller machen. Kontrast können wir ein bisschen runterschrauben. Dann ist das gut. Hat er das jetzt übernommen? Moment, ich muss ganz kurz prüfen. Ja. Ist es besser so? Komm in die Hufe, Basim. Es geht ein bisschen. So, also ich kenne Basim, ich weiß, was der Animus ist. Es braucht nur wenige schlichte Werkzeuge, um die größte Moschee zu bauen. Ich hoffe, deine Weisheit begleitet mich weiter, Vater. Wo auch immer du sein magst. Okay, das ist also unsere Schwester wahrscheinlich. Wir hätten einen Auftrag. Erledigen wir ihn. Ja, ist ja gut. Ich komme ja schon. Ich guck mich erstmal um, Frau. Billiger Schmuck und angelaufene Münzen. Die Schätze eines Gaunerlebens. Gut. Also, ne, einfach nur um zusammenzufassen, bevor sie mir jetzt hier wieder reinquatscht. Valhalla kenne ich. Ich weiß, welche Spiele vorher gut angekommen sind und welche nicht.
Ich habe immer mal wieder ein bisschen was gesehen von den einzelnen Spielen, in Ausschnitten. Ich kenne die Story aber bei keinem. Ich kenne sie nur bei Valhalla. Da hat sie mir auf jeden Fall genug gefallen, dass ich wusste, dass ich das nächste auf jeden Fall mitspielen will. Und ich glaube, es ist ein guter Einstieg für Leute wie mich, die eigentlich, die den Film geguckt haben, die ein Let's Play geguckt haben und die Story an sich ganz geil finden. Also, ich weiß auch nichts von der Rahmenhandlung. Ich habe jetzt gehört, hier gibt es gar keine Rahmenhandlung. Das ist vielleicht auch ganz gut. Dann bin ich nicht extra noch verwirrt. Aber wenn es Anspielungen gibt, ja, die man nur versteht, wenn man die anderen gespielt hat, dürft ihr mir die gerne sagen, weil ich, wie gesagt, nichts gespielt habe und ich werde das nicht sehen. Und ich weiß, man möchte sein Excitement dann teilen. Also. Ich sagte Nihal, wir könnten das niemals verkaufen, als sie es stahl. Doch sie konnte nicht widerstehen. Ich frage mich, was sie an diesem alten Plunder nur immer findet. Die Sonne wirft lange Schatten. Lassen wir Dawish nicht warten. Noch eine Standpauke ertrage ich nicht. Ich habe keinen Scan und ich kann nicht rennen. Diese Aufträge. Ah, jetzt. Darwish gibt dir eine ganze Menge davon. Er weiß, dass ich ihn nicht enttäusche. Er vertraut dir, so viel ist sicher. Meinst du, das gilt auch für sie? Richtig atmosphärisch. Diese Gestalten im Schatten? Ich hoffe inzwischen schon. Dann sollten sie das auch zeigen. Ah, du setzt dich der Gefahr aus und sie geben dir sehr wenig dafür. Sie sind Freiheitskämpfer, Nihal. Keine Händler. Ich weiß, was erzählt wird. Doch sollte der Preis der Freiheit ausreichen, uns satt zu machen. Ja, aber so gerecht ist die Welt leider nicht. Al-Anbar, Provinz Bagdad, 861. Parcours L plus. Ja, okay, das ist klar. Bin mal gespannt, wie die Engine sich schlägt. Verstehe. Ich spüre es jetzt schon. Fühlt sich im Vergleich zu Horizon verdammt hakelig an, ja? Von den Animationen dazwischen und so. Krass. Ich, wie gesagt, ich habe mich schon mal in einem Assassin's Creed bewegt. Jetzt unbekannt ist mir das nicht. Was diesen Auftrag angeht, ich will nicht, dass du meine Worte für aufdringlich hältst. Ich sorge mich nur um dich, Sadiki. Es ist nicht lästig, sich gegen unsere Unterdrücker zu wehren, wie es die Verborgenen tun. Hältst du dich für den Helden von morgen? Den nächsten Gilgamesch? Nein, ich bin nur der Sohn eines Staatsdieners, der sein Leben der Verbesserung des Lebens seines Volkes verschrieben hatte, um dann erniedrigt und vergessen zu werden. Doch es schmeichelt mir, dass du mir solche Größe zutraust. Ich kann mich nur bemühen. Das habe ich so ganz sicher nicht gemeint. Ich habe es so verstanden. Vor allem die Gesichtsausdrücke sind nicht so geil wie in Horizon, aber ich will die beiden Spiele jetzt nicht vergleichen. Das ist ja ein bisschen... So viele Menschen. Ein bisschen doof. Da muss etwas Wichtiges vor sich gehen. Der Kalif wurde in den Winterpalast gerufen. Sicherlich ist es ein reiches Gefolge, das die Menge angelockt hat. Sehr schön. Okay, L und Kreis. Vielleicht zum sind Sie in Stimmung, etwas zu spenden. Ah, ich habe selber kein Geld. Ich verstehe. Eine kleine Fingerübung, um den Verstand zu schärfen. Wenn dieser Auftrag uns schon nicht ernährt, soll es eben das Kalifat tun. Okay, gut. Cool. Das Kalifat ist also... Wir sind gegen das Kalifat, verstehe. Dieser Händler hat seine Börse auf dem Tisch liegen lassen. Etwas Einfaches zum Warmwerden. Ah, okay, das geht so. Verstehe. Und jetzt weg, ehe jemand was bemerkt. Dieb! Dieb! Hat er uns jetzt bemerkt oder nicht? Glaube nicht, oder? Wer sonst unserer Schwester zu kommen? Mach dich bereit. Ich wähle sie aus. Ein scharfes Auge und eine geschickte Hand. Ein vortreffliches Paar. Ich finde es komisch, dass ich mit dem Stick nicht schneller gehen kann, je mehr ich ihn tilte. Dieser alte Gockel da.
Er muss etwas von Wert dabei haben. Katze! Katze! Das hat mir bei Valhalla schon so gefallen. Ich freue mich, dass man das wieder machen kann. Katze! Taschendiebstahl. Setze das Adlerauge ein, um Beute zu finden, welche Kostbarkeiten enthalten. Darüber in ihrer Nähe Dreieck, um einen Taschendiebstahl auszuführen. Drücke im richtigen Moment Dreieck, um den Diebstahl erfolgreich abzuschließen, ohne erwischt zu werden. Das wird furchtbar. Was könnte es Wichtigeres geben? Komm her! Hä? Bin hier nicht Dieb! Hilfe! Hier ist ein Dieb! Gebt acht! Ich wurde bestohlen! Und? Ich hab doch gar nichts bekommen. Stand. Sie hat auch Geld. Verfolgen die uns jetzt? Nee, ich bin einfach nur schlecht gewesen. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich habe das gar nicht auslösen können. Okay, smooth. Gut gemacht. Du bist wahrlich der Meisterdieb von El Anbar. Höre ich da etwa Neid heraus? Wohl kaum, o größter aller Taschenlehrer. Du bist unmöglich. Jetzt komm, Darwish wartet sich ja schon. So, also wir sind nicht Meisterdieb. Mal gespannt, wie häufig ich das mache oder ob ich da noch besser drin wäre. Das war jetzt erstmal zweimal. Das war auf jeden Fall das erste Mal sehr schlecht. Ich habe ja einen Knoten im Haar, Moment, das geht so nicht. So, erstmal Tutorial zum Warmwerden. Und dann habe ich alles vergessen, wenn wir das erste Mal richtig spielen. Wo soll ich denn hin? Ah, zu dem Typen, ne? Kann ich mich da lang... Nee, noch nicht, ne? Hier lang? Ist schon atmosphärisch mit den allen kleinen Vorsprüngen und so. Sweet. Da ist Bassem. Oh. Warum läuft die alle nach rechts? Oh, wie süß sie sind. Sie haben aber viel Energie. Bin gespannt, was für Geschichten wir heute hören. Schön, dich zu sehen. Mit sicher. Oh, sorry, jetzt habe ich das abgebrochen. Ich war zu schnell. Muss ich vorsichtig sein. Sieh an, da kommt der Vollpelz ja. Ich habe auf dich gewartet. Jemand muss sich ja ums Essen kümmern. Moment. Für Brot. Geb damit bloß nicht auf dem Markt an. Vertraut mir. Geh zur Seide. Sie verwendet reichlich Butter. Das tut sie wohl. Du siehst müde aus. Geht es dir gut? Nichts, was ein kleines Abenteuer nicht richten könnte. Was brauchen Sie? Ein Frachtverzeichnis aus dem Hafen. Für sich genommen ist es wenig wert, aber die Informationen darin sind nützlich für Sie. Ein Kinderspiel. Haben die nichts Schwierigeres? Ich bin zu so viel mehr fähig. Schluck deinen Stolz herunter. Die Wachen des Kalifen sind zahlreich und du tätest gut daran, das nicht zu vergessen. Du machst dir jetzt mehr Sorgen um mich als zu unserer Zeit in Bagdad. Meine Sorge ist dieselbe. Ich bin nur inzwischen zu alt und zu müde, um sie zu verbergen. Hol die Aufzeichnungen und spute dich. Wir haben noch nicht über meinen Lohn gesprochen. Brot mit Butter. Und das werden wir auch nicht, bis es getan ist. Du weißt, wie die sind. Das war alles? Er ist nur das Sprachrohr. Und du immer noch ein Botenjunge. Diesen Auftrag schaffst du allein. Wow. Okay. Ich hab gesehen, wie sie mit den ganzen Soldaten zum Winterpalast marschieren. Ja, das habe ich jetzt ein bisschen übersprungen, einfach das, was da vor dem Haus geredet wurde. Aber wir reden gleich mit den Leuten. Wir gucken uns erstmal um. Ich finde es super schön hier. Super schön. Erstmal lesen. Erstmal
am Anfang des Let's Plays. Ne? Ich glaube, eine der ersten Sachen in Valhalla, die man machen kann, wenn man im Rahmen, in der Rahmenstory ist, irgendwie ganz viele Dokumente auf seinem Laptop lesen. Und das ist einfach, ich glaube, du brauchst eine Stunde, um alles zu lesen. Unter uns Sammlern, Davis Sadiq. Sadiki. Es tut mir leid, wenn ich die Namen nicht richtig ausspreche. Ihr könnt mich gerne beschimpfen dafür in die Kommentare. Das ist absolut okay. Oh, wie die größte Schönheit hinter einer unscheinbaren Fassade verborgen sein kann. Unbezahlbare Edelsteine verstecken sich hinter dem einfachsten Stein oder der bescheidensten Ladenfront. Du musst wissen, dass ich erlösene Kostbarkeiten sammle und dass mir zu Ohren kam, du hättest wertvolle Steine aus Sarandib, Smaragde aus Shoshana und Perlen aus dem Meer um Al-Hind auf Lager. Solches Geschmeide würde ich ewig in Ehren halten. Nenn mir deinen Preis, ich werde ihn bezahlen. Ich finde es schön, dass das Adlerauge nicht von alleine sich deaktiviert, dass man es nicht so triggern muss. Das ist sehr angenehm. Dann verliert man Dinge nicht aus den Augen. War hier nicht jemand, mit dem wir reden konnten? Aber wir können mit den Kindern eben. Odea, wohin ist dein Lächeln verschwunden? Oh. Was ist passiert? Ich will nicht darüber reden. Oh nein. Ah, aber ich gehe nicht, bevor du es tust. Wir brauchen jemanden, um die griesgrämigen Winde aus Darwishs Gemächern auszugleichen. Ist er für die dunklen Wolken über dir verantwortlich? Er hat mich angeschrien, mich ein hasenhirniges Balk genannt. Und nur, weil ich ein paar Wachen aufgescheucht habe, die mich genervt haben. Wie harsch. Ich hätte es genauso wie du gemacht. Meinst du, er wird mich wegschicken? Ah, du kennst ihn nicht so gut wie ich, Mutia. Deswegen sage ich nur eins. Darwish mag grob erscheinen, aber er hat ein weiches Herz. Voll süß. Er versucht nur, dich zu beschützen. Und doch ist etwas Vergeltung angebracht. Was können wir tun? Was können wir tun? Dass sie so einen Bruder für die, ne? Morgen, wenn alles ruhig ist, setzen wir uns auf ein Dach in der Nähe und werfen Steine gegen seine Wand, wenn er versucht zu schlafen. Ausgezeichnete Idee. Bis später, Bassem. Ist es eine Quest oder machen wir das automatisch? Das ist ja auch sehr süß. Cool mit ihm. Guck mal, der ist hier, weißt du? Der hätte das alles gehört. Haben Sie sonst noch was über das Verzeichnis gesagt? Oder was Sie damit wollen? Ich sage dir, was Sie mir sagen, Bassem. Wie immer, nur das Nötigste. Warum fragst du? Hä? Ich wüsste gern, was es ist, wozu ich meinen Beitrag leiste. Sehr du richtig. Hast viel dafür getan, Ihre Bestrebungen zu unterstützen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Nur ein Wort der Warnung, denn ich tue dies nun schon lange genug. Alle, wirklich alle, die im Schatten arbeiten, tun dies nur, weil sie es müssen. Angesichts drohender Gefahr zum Beispiel. Und dadurch, dass wir an ihrer Seite arbeiten, haben wir die Gefahr an unsere Tür gelockt. Ja. Wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht hineinlassen. Das ist eine Metapher. Das ist ein Gefallen. Ich arbeite nicht ohne Bezahlung. Ja, das ist gut, aber ich nehme meine Bezahlung einfach da, wo sie gerade liegt. Wir bringen denen ja Essen und so. Gesundheit ist voll. Okay, wir können nur Gesundheit klauen, wenn hier wir irgendwas verloren haben. Aber das ist schon süß hier. Ich finde das unglaublich atmosphärisch. Wir müssen uns ja irgendwie ein bisschen üben. Ich meine, ich weiß nicht, was die da... Ich frage gar nicht erst. Die kann ja machen, was sie möchte. Wenn sie die Wand den ganzen Tag anstarrt. Das ist ja auch okay. Huch. Jetzt habe ich mich umgedreht. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich eigentlich kam. Nee, Essen konnten wir nicht klauen, ne? Ja. Hier waren wir gerade. Hier sind wir gerade reingegangen. Denk dran, nicht Gott, das ist furchtbar verwinkelt. Ja. Ich werde mich absolut verlaufen, ne? Ich hoffe, die Karte ist gut gemacht. Und ich kann mich hier gut orientieren. Haben wir noch andere Gesprächsoptionen hier? Nur mit unserer Schwester, ne? Ich will nicht, dass du wütend bist. Ich habe den Auftrag angenommen, also werde ich ihn auch ausführen. Ja, ohne sie. Ich bin nicht wütend, Basim. Ich verstehe nur einfach nicht, warum du deine eigenen Interessen unter die anderer stellst. Du schuldest niemandem etwas außer dir selbst. Das kenne ich. Vergiss das nicht. Das kommt mir bekannt vor. Prost, meine lieben Freunde. Trinkt was. Ich muss schon sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ein Strohhalm in einer Trinkflasche zu haben für mich so viel Unterschied macht beim Trinken. Es macht irgendwie mehr Spaß. Mehr gesittet.
bin mal gespannt, wie es ist mit dem Sauberhalten, aber wir sehen das gleich. So, steht das Verzeichnis. Let's go. Let's go, let's go. Und RGB-Beleuchtung in der Flasche ist geil. Unnötig und geil. Warte mal, was ist denn hier passiert? Wurden wir bemerkt? Wie viele haben wir letztendlich bekommen? Ich bin ja einfach drauf losgelaufen. Kisten, tut mir leid. Truhe, ein halbes Dutzend Beutel. Ungestüm, wie ich bin. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, fehlten nur noch 3 Kisten. Gib ihren Leuten Zeit bis morgen Abend. Wenn sie bis dahin nicht da waren, müssen wir davon ausgehen, dass sie ihre Waren vergessen haben. Öffnet sie. Behaltet, was uns gefallen könnte, und entsorgt den Rest. Warte hier. Entdeckung. Wachen werden misstrauisch und sehen nach, wenn sie dich in einem Sperrgebiet ersperren. Drücke Kreis, um dich zwischen hohen Pflanzen zu ducken und weniger leicht entdeckt zu werden. Das kennen wir. Gegner aus dem Weg räumen. Eliminiere Gegner, während du unentdeckt bist, um nicht in einen offenen Kampf verwickelt zu werden. Drücke R1, um einen Gegner bewusst zu schlagen, ehe du entdeckt wirst und andere Gegner in der Nähe alarmiert werden. Augenblick! Okay, wir haben ja doch keine Klinge. Wenn ich gesehen werde, muss ich fliehen. Gut, dass ich schneller bin als die behäbigen Wachen. Aber können wir den nicht looten? Wir können den nur tragen? Ist das... Ach so. Dieser Punkt in meinem Sichtfeld ist also... Okay, das ist mein Zielding. Okay. Worauf ich gucke. Verstehe. So, wir haben... Okay, die haben Schlüssel oder so. Was ist das? Hier ist auch ein Kollege. Da hinten müssen wir wahrscheinlich hin, aber ohne den Schlüssel bringt es vermutlich nichts. Ich darf nicht so einfach Kreis drücken. Ich will es immer zum Abbrechen drücken, aber ist nicht gut. Können wir pfeifen? Geht das schon oder müssen wir es noch lernen? Sieht so grob aus, eher als wären wir so ein Pirat und nicht als wären wir so eine Assassine oder jemand, der im Verborgenen arbeitet. Die Metapher fand ich aber sehr krass. Muss ich schon sagen, das war heftig, ja. Wer im Verborgenen arbeitet, hat oft keine andere Wahl. Ich wünschte gerne, ich wüsste, wie wir rollen können. Wer von denen hat denn jetzt den Schlüssel? Hat der den Schlüssel? Nein, der hat nicht den Schlüssel. Der ist aber auch gegangen. Wo ist denn der andere? Sie hatten doch gerade noch einen Schlüssel. Ah, Quadrat ist es. Ah, ich sehe das Sichtfeld von denen. Sweet. Das ist sehr angenehm. Einfach um klar, also ich meine, klar, man sieht irgendwie, wo sie hingucken, aber einfach um zu sehen, was sie sehen, ist schon sehr angenehm. Ich habe nur jetzt nicht drauf geachtet, wo die anderen beiden oder der eine mit dem Schlüssel im Speziellen hingegangen ist. Das Spiel wird mir das wahrscheinlich gleich erklären, wenn ich an der Tür bin und keinen Schlüssel habe. Ich will immer einen der Sticks reindrücken. Da können wir looten. Wie ich darf hier nicht runterspringen. Sehe ich differenziert. Den Assassinensprung lernen wir noch. Verstehe. Gesundheit, okay. Das ist jetzt gerade uninteressant. Ich probiere hier am Anfang immer ein bisschen rum. Ich finde das immer sehr angenehm bei Assassin's Creed. Da hast du immer so ein bisschen mehr Spielfläche am Anfang, um dich ein bisschen auszutoben, ohne dass du sofort auf dem Dez bekommst. So, verschlossene Türen kannst du nur mit einem bestimmten Schlüssel öffnen. Suche nach einer Wache in der Nähe, um ihn zu stehlen und zu erbeuten. Oder zu erdolchen? Ich weiß nicht genau, was da stand. Ich habe es war einfach zu schnell wieder weg. Hey, du bist noch nicht mal ein Assassine, also immer schön langsam mit den Skills. Ich weiß ja ein bisschen was davon, ne? Also... Ganz auf den Kopf gefallen bin ich nicht. Welcher ist es denn nun? Der hat es nicht.
Der hat es nicht. Der auch nicht. Wo ist denn der Typ mit dem Schlüzel? Schlüzel. Da hinten, ne?